Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. Aus dem kleinen Örtchen Luçon im Süden Frankreichs geht es, wie ihr schon gesehen habt, weiter in den wunderschönen Ort La Roque-sur-Cèze. Schön, dass ihr uns begleitet. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, und über diese schmale Brücke müssen wir fahren, was eigentlich kein Problem wäre, gäbe es da nicht eine Wandergruppe mitten auf der Brücke, die irgendwie nicht so schnell voran macht, wie es für uns erforderlich wäre. Und schon ist es passiert, Begegnungsverkehr mitten auf der Brücke. Wir können nicht zurück und unser Gegenüber braucht sehr lange, bis er denn endlich selbst zurücksetzt. Am Ende ist dann alles gut und wir landen mal wieder auf einem Campingcarpark mit der schon bekannten Ausstattung. So, ihr habt ja gesehen, wie abenteuerlich es war, zum Stellplatz zu kommen mit dieser Brücke. Naja, es ist alles gut überstanden und ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht und werde mit Joe mal in dieses hübsche Dorf gehen, was ihr hier hinter mir am Felsen seht. Vom Dorf wieder runtergegangen und bin jetzt bei den Kaskaden, die bei Roque-sur-Cèze sind. Das ist ganz interessant hier mit diesen Kalksteinformationen. Ich glaube, es ist Kalkstein. Es ist nicht spektakulär tief, aber trotzdem sehr schön.
Der Stellplatz liegt nicht weit außerhalb vom Dorf und man kann bis zum Dorf hier schön entlang des Flüsschens laufen, bis man in der Mitte des Dorfes ist. Für unseren letzten Tag haben wir uns noch mal was Schönes vorgenommen. Wir fahren die Ardèche einmal rauf und runter. Volker ist gerade ausgestiegen, um zu einem Aussichtspunkt zu gehen, und Joe möchte gerne mit und heult. Die Straße sind wir gerade gekommen. Und sind jetzt hier, aber natürlich steige ich auch noch aus. Entlang gegangen, weil es angeblich zum Pont d'Arc führt, aber es führt hierhin. Da hinten sieht man den Pont d'Arc, aber kann noch nicht mal reingucken von hier aus. Naja, wenigstens bin ich hier unten an der Ardèche und so kann im Wasser planschen. Und wie man an dem Zeug hier in den Bäumen sieht und in den Sträuchern, gehe ich hier gerade durchs Flussbett. Und so lange ist es scheinbar noch nicht her, dass die Ardèche hier durchgeflossen ist. Joe hat die Ziegen auch gesehen. Joe, wo sind die Ziegen? Wo sind die alle? Hier. Da, ne? Ja. Hm.
Möchtest du die gerne hüten? Halten an und was passiert? Schon kommen wieder die Ziegen ran. Guckt euch das an. Und lecken an unserem Auto. Solange die nicht an den Reifen knabbern, ist mir das ja egal, aber... Da klettert der eine an unserem Auto hoch. Freunde! So, Meister Volker, unser letzter Übernachtungsort, bevor wir die Heimreise antreten. Da werden wir noch eine Zwischenübernachtung machen, aber hier sind wir in Egues. Das ist eine Empfehlung von Dirk und Dirk gewesen. Wunderbar hier. Dann zeigt mal auf die Bäume, alles blüht. Da sind die Bäume, alles blüht.
Folge hat heute Morgen eine neue Frisur. Die Christa mir gerade gemacht hat, ja. Letztes Frühstück auf dem Weg nach Hause. Die Reise geht zu Ende. Das Video geht damit gleich auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns zu reisen und ihr seid bei der nächsten Reise wieder dabei. Es wird jetzt erstmal nicht wieder jeden Sonntag eine neue Folge geben, vielleicht nochmal 1, 2, 3 Videos zwischendurch. Aber ansonsten reisen wir Mitte Mai wieder. Wir werden in Deutschland und vor allen Dingen in Österreich unterwegs sein. Ja, bleibt einfach vielleicht über unsere Facebook-Gruppe Kastenwagentouren auf dem Laufenden, was wir so machen. Und wir sehen uns dann spätestens im Mai wieder. Ein Video wird es auf jeden Fall geben, wo wir euch unsere Lütte Hütt in allen Details vorstellen. Denn wenn wir von unserer Mai-Juni-Reise zurückkommen, dann wird die Lütte Hütt verkauft. Also könnt ihr sie da schon mal in allen Teilen sehen und vielleicht hat ja jemand von euch Interesse an ihr. Wer weiß? Und damit geht auch das gute Wetter zu Ende. Wir sagen euch tschö. Bis beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.